Fahrzeug, den Spitfire, und da habe ich das Problem, dass die Türen nicht richtig schließen. Ich denke mir, ich kann es mal vormachen. Ich habe jetzt aus dem Forum verschiedene Tipps erhalten und würde jetzt einfach mal drauf angehen und schauen, was wir denn da für Probleme eventuell haben können. So, das ist die Tür. Entsprechend versuche ich sie einmal zu schließen. Ja, die Fangbänder lassen wir jetzt mal außen vor. So, und jetzt mache ich den Zack. Ja, und jetzt rastet das Schloss leider nur in der ersten Position ein. Das heißt, hier haben wir immer das Problem, dass ein entsprechender Spalt bleibt. Ja, auch, nennen wir es mal vorsichtig, gewaltsames Randrücken bringt das Schloss nicht zum Einrasten. So, ja, und jetzt können wir uns das anschauen. Die Justierung der Tür, also sprich ein bisschen nach oben oder unten verschieben, brachte keine Besserung. Als Tipp gab es jetzt, die entsprechenden Gummis einfach mal zu entfernen. Das werde ich jetzt tun. Dafür mache ich mal die Kamera fix und versuche mal die Gummis hier, die Türdichtungsgummis zu entfernen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Dementsprechend kann ich es auch nicht sagen. Verlasst mich da auf die Tipps aus dem Forum. Schauen wir mal. So. Also machen wir das, was man vielleicht eher nicht machen soll. Ich reiße das jetzt einfach mal hier raus. Okay. Ziemlich einfach. Alte Blätter kommen schon mal raus. Ist schon mal gut. So. Okay, das ist jetzt kein Hexenwerk, weil die Dichtung nicht besonders fest ist. Ich schätze mal, ich lege das jetzt mal hier rein. Ich glaube, hier vorne ist dann weniger das Problem. Wir schauen einfach mal, was passiert. So, Dichtung ist entfernt. Okay, so. Jetzt mache ich dasselbe nochmal wie gerade. Versuche die Tür zu schließen. Mal gucken, was passiert. Achtung. Ui! Halleluja! Fällt ins Schloss wie neu. Das ist ja wie Weihnachten. So, das heißt, wir haben hier ein kleines Problem mit der Dicke der Türdichtungsgummis. Ganz einfach. Ja, schließt sauber. Ja, den Rest kann man sicherlich auch noch ein bisschen ausrichten. Aber erstmal habe ich hier ein vernünftiges Spaltmaß und dementsprechend schaue ich jetzt mal, ob man entsprechend an den Gummis irgendwas was machen kann oder vielleicht neue Dichtungsgummis, schmalere Dichtungsgummis, da werde ich jetzt das Forum nochmal befragen. Aber für den ersten Punkt haben wir hier, glaube ich, schon mal den Ansatz, wo wir sehen, woran es liegt. Okay. So, ich bin jetzt nochmal kurz im Einsatz gewesen, habe jetzt die Dichtung eigentlich wieder eingebaut, bis auf die letzten paar Zentimeter. Hier oben scheint das Problem zu sein. Das hatten auch einige geschrieben, dass die Bleche hier oben vielleicht etwas vorstehen. Weil, denn auch jetzt, abracadabra, kann ich die Tür sauber schließen. Steht jetzt oben ein bisschen ab. Ja, da merkt man den Unterschied schon. Also ein kleines bisschen im Vergleich zu eben. Aber sie geht noch einwandfrei zu, ohne Probleme. Ja, das heißt, es sind hier die letzten 3-4 cm. Und eventuell reicht es wirklich, hier das Blech dann ein wenig umzudengeln. Aber da muss man einfach mal sehen, ob das klappt, ob das entsprechend funktioniert. Aber ich werde es jetzt erst auch nochmal auf der anderen Seite versuchen und gucken, ob ich da dasselbe Ergebnis erzielen kann. So, jetzt auf der Fahrradseite mit demselben erschreckenden Problem, was wir vorher haben. Seht die Tür, nicht nur, dass sie ein bisschen hängt, nein, ja, sie geht auch überhaupt nicht rein. So, ich habe natürlich zwei Sachen. Ich habe hier einerseits diesen Lappen von Verdeck und ich habe hier die, naja, nennen wir es mal vielleicht nicht in einem optimalen Zustand befindliche Dichtung. Ich würde jetzt, okay, hier haben wir diese Deckel drunter, ob ich sie rauskriege. Ah, Moment, das dauert ein bisschen. Das würde ich sagen. Ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt auch hier den oberen Teil der Dichtung um, naja, so 10 cm abgelöst. Ich mache jetzt genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Halleluja!
Ja, und auch hier die Tür sitzt. Wir können uns jetzt nochmal natürlich an die Ausrichtung ein bisschen gehen, dass das nicht hängt. Ja, aber das hat ja bisher nichts gebracht gehabt. Und Abracadabra, das liegt ganz eindeutig in den letzten 4-5 cm. Und da werde ich jetzt mich mal darum kümmern, ob man da mit den Dichtungen irgendwas machen kann oder ob man das Blech ein wenig umdenkt. So, und jetzt vielleicht nochmal so als kleines Moment. Zeichen und Wunder. Denn ich habe jetzt, wie man hier sehen kann, die Dichtung wieder komplett befestigt. Ja, durch das einfach nur gelöst. Nehme jetzt auch hier die Klappe mit rein und schließe die Tür. Und ratz, sie ist sie zu. Ja, ein absolutes Wunder erstmal, denn beim letzten Mal, auch mit rohester Gewalt, ließ sich die Tür nicht schließen. Wie gesagt, Feineinstellungen nämlich kann ich noch vornehmen, aber grundsätzlich funktioniert es jetzt hier auf der Seite sogar mit der Dichtung. So, man will es kaum glauben. Ich habe jetzt auch auf der Fahrerseite, ich bin einfach hingegangen und habe diese alte, schlechte Dichtung gekürzt, weil die war auch zu lang, deshalb hat sie auch hier Falten geworfen, auf ein Maß, so, dann kommt die Überdeckung wieder drüber und die Dichtung ist jetzt genauso drauf, wie sie vorher auch war, sitzt komplett im Fahrzeug, so, und die Tür schließt. Und hier haben wir ein ganz tolles Spaltmaß, in Anführungsstrichen, die Tür sitzt schon sehr gut, muss ich nur noch ein kleines bisschen ausrichten vielleicht und ansonsten ist es hier schon mal erledigt. Damit können wir ein Resümee schließen. Auch oben, es war der Punkt, ich habe jetzt auch ein klein wenig die Innenseite von den Blechfalzen umgebördelt. Und zwar an genau dieser Stelle hier. Hier oben, da, circa so vielleicht einen halben, noch nicht mal einen halben Zentimeter nach innen gebogen. Also ganz, ganz wenig, genau bis hier. Auf den ersten 1-2 Zentimeter, wo hier diese Gummiwulst halt noch sitzt. Und schon kriegt man das Fahrzeug mit einem vernünftigen, satten Türschlag geschlossen, so wie es sein soll.